Hallo! Ein junger Mann namens Ricky Ho wird wegen Mordes verhaftet und für 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt. In einem normalen Gefängnis kann man diese Strafe überleben, aber in der Zukunft sind alle Gefängnisse privat geworden, was bedeutet, dass die Besitzer ihre eigenen Regeln in ihren dunklen Käfigen aufstellen können. Die Schurken benutzen die Gefangenen als ihre Sklaven, aber sie haben noch keine Ahnung, wer jetzt mit ihnen eingesperrt ist. Der Bus mit den Gefangenen fährt durch bewachte Straßensperren, um zum Hochsicherheitsgefängnis zu gelangen. Es gehört, wie alle anderen Haftanstalten in der Welt der Zukunft, einem privaten Unternehmen. Unter den Gefangenen befindet sich Ricky Ho, der wegen Körperverletzung und Mordes zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Er zeigt sofort Ungehorsam und läuft durch einen Metalldetektor, obwohl die Wärter ihn auffordern, stehen zu bleiben. Ein Signal ertönt und die Wachen stürzen sich auf ihn, weil sie glauben, dass er bewaffnet ist. Doch Röntgenaufnahmen zeigen, dass 5 Kugeln in seinem Körper stecken. Das Gefängnis ist in 4 Blöcke unterteilt, die sich an den Seiten der Welt orientieren. Jeder Block hat einen Hauptmann unter den Gefangenen, der mit Genehmigung der Verwaltung seine eigenen Regeln aufstellt. Sie nennen sich die Viererbande. Eines Morgens verprügeln und demütigen Samuel, die rechte Hand des Kapitäns der Nordzelle, und seine Handlanger einen älteren Häftling im Badezimmer. Der Mann hat seine Strafe fast abgesessen, aber der Schläger droht ihm, die Bewährung zu verweigern, weil im Block nichts ohne seine Erlaubnis gemacht wird. Samuel zertrümmert die Spielzeugeisenbahn, die Ma seinem Sohn schenken wollte, woraufhin der Mann die Beherrschung verliert und sich mit einem Hackmesser auf seinen Peiniger stürzt. Der jüngere Rivale schnappt sich die Waffe und schlägt dem alten Mann mit der Klinge mitten ins Gesicht. Als ein Wachmann auf die Schreie aufmerksam wird, ergreift er Partei für die Bande. Plötzlich taucht Ricky auf und stolpert über Samuel, der mit dem Gesicht voran auf ein mit Nägeln beschlagenes Stück Holz fällt. Die Schergen bringen den verwundeten Boss weg, ohne sich zu trauen, den furchterregenden Kämpfer anzugreifen. Später plant der bandagierte Bandit seine Rache. Ihm wird angeboten, einen Ganoven namens Zorro anzuheuern, der wieder einmal wegen ordnungswidrigen Verhaltens in Einzelhaft sitzt. Samuel trifft sich mit einem Wärter, um die Freilassung des Mannes, den er braucht, zu beschleunigen. Für diesen Gefallen teilt er einen Teil seines Gehalts mit dem Mann, das er von der Gefängnisverwaltung erhält. Am nächsten Tag finden die Wärter den alten Ma und teilen ihm mit, dass ihm die Bewährung verweigert wurde. Er wird beschuldigt, unerlaubt Briefe an seine Frau und sein Kind nach Hause geschickt zu haben. Der Mann sagt, dass dies eine Verleumdung sei und er es nicht getan habe und bekommt dafür einen Schlag ins Gesicht. Der alte Mann kann nicht mehr weiterleben, ohne die Hoffnung, seine Familie wiederzusehen. In der Nacht wird sein lebloser Körper an einem Seil hängend gefunden. Die Gefangenen unterhalten sich darüber, dass der arme Mann verhaftet wurde, weil er seine Frau ins Krankenhaus gefahren und auf dem Weg dorthin versehentlich einen Mann angefahren hat. Ricky hört sie reden und geht nach draußen, um sich von dem alten Mann zu verabschieden. Er sprengt die Ketten und legt den Modellzug, den er mit seinen eigenen Händen repariert hat, in die Arme des Mannes. Am Morgen, als Ricky und Samuel sich gerade waschen, taucht Zorro in der Dusche auf. Der dicke Mann greift den Jungen an und wirft ihn mit einem kräftigen Schlag gegen die Wand zurück. Ricky steht auf und kontert den nächsten Angriff des Riesen mit einem Schlag von unmenschlicher Kraft. Er bohrt ein Loch in Zorros Magen, der daraufhin vor Schmerzen zu Boden sinkt. Samuel stürzt sich mit einem Nagel in der Hand in den Kampf und Ricky erlaubt ihm, seine Handfläche zu durchbohren. Ohne Schmerzen zu empfinden, bricht er seinem Angreifer die Finger und tötet den Kapitän mit einem einzigen Schlag, der einer Schrotflinte ähnelt. Die Wachen drängen Ricky, sich zu ergeben, aber sie werden von High, dem Captain von North Cell, unterbrochen. Er will sich mit dem Kämpfer treffen und ihn einladen, seiner Gang beizutreten, aber Ricky scheint nicht interessiert zu sein. Er wird in seine Zelle gebracht, wo der Mann anfängt, starke Schmerzen in der Brust zu verspüren. Ricky hat Atemprobleme und erinnert sich daran, dass er einst das Grab seiner Eltern auf dem Friedhof besuchte, als er noch in der Highschool war. Dort traf er einen Fremden, der sich als sein Onkel herausstellte. Zhang Kuei, ein erfahrener Kung-Fu-Meister, bittet seinen Neffen, seine Fähigkeiten zu demonstrieren und Ricky gerät in einen Rausch und versucht, den Mann zu schlagen. Sein Onkel wehrt seine Angriffe mit Leichtigkeit ab und nimmt den Jungen als seinen Lehrling auf. Seitdem trainieren sie jeden Tag auf dem Friedhof.
Ricky lernt, die Energie des Chi zu kontrollieren, sodass er mit Leichtigkeit riesige Felsen mit seinen Fäusten zerschmettern und Angriffe abwehren kann, indem er sie mit seiner Brust ablenkt. Der Mann kehrt aus seinen Erinnerungen in die reale Welt zurück und wird zum stellvertretenden Gefängnisdirektor gebracht, der den Spitznamen Cyclops trägt. Er isst gerade ein schickes Steak mit einem Eisenhaken am linken Arm. Außerdem fehlt ihm ein Auge, das durch eine Prothese ersetzt worden ist. Der Assistent verhört Ricky darüber, warum er einen mächtigen Mafioso töten würde und wo er sich 2 Jahre lang versteckt hatte, nachdem er das Waisenhaus verlassen hatte. Ricky weigert sich, die Fragen des Aufsehers zu beantworten, und dieser zwingt den Mann, an den Tisch zu kommen, indem er ihm einen Brief von draußen zeigt. Cyclops durchbohrt den Arm des Gefangenen mit einem Haken und schlägt ihm ins Gesicht. Der Bösewicht droht seiner Freundin, deren Bild in dem Umschlag war, etwas anzutun. Ricky stürmt los, zerbricht den Tisch in 2 Teile und befreit sich aus dem Griff des Mannes. Er wirft den Wachmann beiseite und lässt seine Kugel mit einem Eisentablett abprallen. Der Mann ist bereit, den in die Enge getriebenen Cyclops zu töten, hält sich aber im letzten Moment zurück, hebt das Foto auf und geht davon. In seiner Zelle holt Ricky seine Flöte hervor, die er in der Schule spielen gelernt hat. Bei der Musik schwelgt er wieder in Erinnerungen. Vor 1 Jahr verbrachte er seine glücklichsten Tage im Freien mit seiner geliebten Keiko. Am Morgen wird Samuels Gefolgsmann, der nun ohne den Schutz seines Chefs dasteht, von den Häftlingen, denen er Unrecht getan hat, bedrängt und bedroht. Gefängnisdirektor Hai unterbricht die Hinrichtung. Doch der Häftling Quan ist unglücklich darüber, dass sie daran gehindert werden, Gerechtigkeit zu üben, und stellt Hais Autorität in Frage. Daraufhin wird Quan mit einer Klinge ins Gesicht gestochen, woraufhin Cyclops den Mann mit seinem Haken wegschleift. Der stellvertretende Gefängnisdirektor will Ricky eine Lektion erteilen und gibt Hai ein Messer, um die Drecksarbeit für ihn zu erledigen. Die Rivalen treffen sich im Gefängnishof, wo Hai den verwundeten Quan an ein großes Holzkreuz gefesselt hat. Der Gefängnisdirektor sieht in dem Mann ein Spiegelbild seiner selbst und bedauert, dass er ihm den Garaus machen muss. Ricky verlangt, dass Quan vor Beginn des Kampfes freigelassen wird, aber die anderen Gefangenen warnen ihn, dass dies nicht funktionieren wird. Wenn Hai seine Tätowierungen enthüllt hat, kann man ihn nicht mehr aufhalten. Der Bandit zieht ein Messer und schleudert seinem Gegner Glasscherben ins Gesicht, die ihn blenden. Ricky wird schwer am Arm verwundet und liegt am Boden. Er findet eine Gelegenheit, sich die Augen zu spülen, und die übrigen Gefangenen feuern ihn bei seinem Kampf gegen die Wärter an. Mit einer Bewegung weicht er dem gegnerischen Schlag aus und schlägt ihm mit der Rückhand ein Auge aus. Danach schockiert er alle, indem er die Blutgefäße an seinem Arm zu einem Knoten zusammenbindet, um die Blutung zu stoppen. Hai hält es nicht mehr aus und versucht, Harakiri zu begehen. Es stellt sich heraus, dass dies sein letzter Versuch ist, Ricky mit seinen eigenen Eingeweiden zu erwürgen, aber der Boxer schickt ihn mit einem kräftigen Schlag auf den Schädel ins Jenseits. Der Mann zieht das Kreuz aus dem Boden, aber es ist zu spät, um Quan zu retten. Die wütenden Gefangenen randalieren und versuchen, Cyclops in die Finger zu bekommen, aber er wird von den anderen 3 Kapitänen beschützt. Alle drängen Ricky, sich zu rächen und die Viererbande zu eliminieren, aber er will nicht noch mehr Tote auf dem Gewissen haben. Er trägt Quans Leiche weg und Cyclops versucht, ihm einen Platz als Kapitän des Nordblocks anzubieten. Ricky sieht das Patenkind des ermordeten Hai, Alan, das um seinen Vater trauert. Der Kämpfer zeigt dem Jungen, wie man einem grünen Blatt eine Melodie entlocken kann. Aber Alan kann es nicht. Seine Zunge wurde von den Kapitänen abgeschnitten, die nicht wollen, dass er über ihre zwielichtigen Geschäfte plaudert. Nachdem er das gehört hat, schenkt Ricky ihm seine Flöte. Der fröhliche Junge bietet ihm im Gegenzug Mohnblätter an, die er vom Kapitän des Südblocks erhalten hat. Schockiert stellt Ricky fest, dass die Banditen eine Plantage auf dem Gefängnisgelände angelegt haben. Die 3 Kapitäne treffen sich, um zu besprechen, was mit Alan geschehen soll, der zum Feind übergelaufen ist. Die unmenschlichen Banditen zeigen Hais verstümmelten Körper, der angeblich von Ricky missbraucht wurde. Daraufhin wird Alan brutal ermordet und auf die Straße geworfen, um die anderen Verräter einzuschüchtern. Ricky ist schockiert über den Tod seines Schützlings und zerbricht die Flöte, die er dem Jungen geschenkt hat. Cyclops ist wütend, dass Menschen außerhalb seines inneren Kreises von seiner Mohnplantage erfahren haben. In der Zwischenzeit setzt Ricky bereits die Gewächshäuser in Brand und vernichtet die Ernten. Der Anführer des westlichen Blocks, Huang Chung, holt Ricky ein und verwickelt ihn in einen Kampf.
Auch er kennt eine spezielle Kung-Fu-Technik und versetzt dem Brandstifter einen tödlichen Schlag auf den Herzmuskel. Während die Gefangenen die Aufregung ausnutzen und versuchen zu fliehen, erfährt Cyclops, dass der Direktor bald von einem Urlaub auf Hawaii zurückkehren wird. In Panik fordert er, dass Plan Zero-Alarm ausgeführt wird. Der verwundete Ricky liegt auf dem Boden und erinnert sich an die Worte seines Lehrers. Er findet die Kraft, die tödliche Wunde zu überwinden und kämpft gegen drei Kapitäne auf einmal. Einer von ihnen fesselt Ricky mit seinen Dolchen an Seilen und bereitet sich darauf vor, ihn zu erledigen. Aber der Schläger Tarzan nimmt den Kerl in die Zange und erklärt, dass er die Sache selbst zu Ende bringen will. Während sich die Kapitäne streiten, wird der Zero-Alarm-Plan in die Tat umgesetzt und an den Wänden montierte automatische Kanonen beginnen auf die Männer zu schießen. Alle versuchen in Deckung zu gehen und Tarzan bringt den Gefangenen in einen Raum, der sich plötzlich mit flüssigem Zement zu füllen beginnt. Ricky gelingt es, die Eisentür zu durchbrechen und den betäubten Kapitän herauszuziehen. Cyclops war bereit, Tarzan zu opfern, aber sein Plan ist gescheitert und der Aufseher trifft Ricky auf der Treppe. Der Kämpfer will mit Cyclops verhandeln und beweisen, dass er illegal Mohn auf dem Gefängnisgelände anbaut. Doch da trocknet der Zement verräterischerweise aus und schränkt die Bewegungsfreiheit des Mannes ein. Er wird gefangen genommen und am nächsten Tag trifft der Direktor im Gefängnis ein. Er wird von seinem verwöhnten Sohn Wang begleitet, der keinen Respekt vor Cyclops hat. Der dicke Junge stolpert über den Teppich und der Direktor entzieht dem Häftling, der den roten Teppich ausgelegt hat, dafür sein Auge. Anschließend tadelt der Direktor Cyclops wegen der Gefangenen, die in seiner Abwesenheit getötet wurden. Der Mann ist wütend, als er erfährt, dass die Mohnplantage durch ein Feuer zerstört wurde. Cyclops zeigt ihm den Schuldigen, Ricky, der von Kopf bis Fuß gefesselt und zementiert ist. Doch als er die Gäste sieht, bricht Ricky plötzlich aus. Mit einem schnellen Ruck packt er den Direktor durch die Gitterstäbe und verspricht, ihn für den Opiumhandel zu bestrafen. Wang jammert und schreit, dass Cyclops seinen Vater retten soll, und dann bricht Tarzan durch die Zellenwand. Er wirft Ricky ab und hält ihn fest, indem er die Gitterstäbe der Zelle verbiegt. Zur Belustigung des Direktors und seines Sohnes wird der Mann verprügelt. Doch Ricky gelingt es erneut, dem drohenden Tod zu entkommen und sich aus dem Griff zu befreien. Mit einem Aufwärtshaken beraubt er den Gegner seines Kiefers. Dann trifft er dessen Faust mit seiner eigenen. Der verkrüppelte Tarzan bricht ohnmächtig zusammen. Wütend schreit Ricky, dass die Gefangenen kein Ungeziefer, sondern Menschen sind. Aber die Decke seiner Zelle senkt sich bereits auf ihn. Er wehrt sich so gut er kann und lässt sich nicht zerquetschen, aber der Direktor schießt eine elektrische Ladung ab, die den Mann zu Boden wirft. Er wird vom überlebenden Tarzan vor dem Tod gerettet. Ricky stürmt aus der Zelle und durchbricht mit einem Sprung die Gitterstäbe. Er versucht auch Tarzan herauszuhelfen, aber seine Bemühungen sind vergeblich und der Mann wird von der Decke zerquetscht. Ricky appelliert erneut an ihre Menschlichkeit, denn auch Tarzan hatte geliebte Menschen, die auf seine Befreiung warteten. Der Mann kommt jedoch nicht dazu, seine Rede zu beenden, da er in die Luke fliegt, die sich unter seinen Füßen öffnet. Er wird angekettet und in eine Grube in der Mitte des Gefängnishofs gelegt. Der Direktor kündigt an, dass Ricky Ho wegen seines Fehlverhaltens lebendig begraben wird, als Warnung für die anderen. Die beiden Gefangenen, die dagegen protestieren, werden auf der Stelle erschossen. Die Wärter befehlen den Häftlingen, den Mann eigenhändig zu begraben, und er widersetzt sich nicht und rät den anderen, dies ebenfalls nicht zu tun. Der Direktor verspricht, Ricky freizulassen, wenn er 7 Tage lang überlebt. Cyclops steckt vorsichtig einen hohlen Bambusstamm als Atemschlauch in die Nähe. Die Gefangenen machen sich Sorgen um das Schicksal ihres Freundes und nachts werden sie durch eine pfeifende Melodie ermutigt, die auf dem Hof widerhallt. Die beiden überlebenden Kapitäne versuchen, das Loch in der Röhre mit einem Stück Fleisch zu stopfen, aber Ricky bricht den Bambus in 2 Hälften und verwendet das heruntergefallene Fleisch als Nahrung. In seiner Gefangenschaft wird er mit den Erinnerungen an seine geliebte Keiko allein gelassen. Eines Tages war das Mädchen nachts auf dem Heimweg und stieß plötzlich auf Männer, die Opium verkauften und konsumierten. Einer der Banditen entdeckte das Mädchen und entführte es. Dem Mädchen gelang es, aus dem Versteck der Schurken zu fliehen, aber in Panik fiel es vom Dach und starb. Deshalb hasst der Mann alle, die Drogen herstellen, so sehr. Danach fand Ricky den Boss, der für die Entführung verantwortlich war, und rächte sich an ihm.
Der Mann verpasste ihm 5 Kugeln in die Brust, aber das hielt ihn nicht einen Moment auf. Der Kämpfer, der seine Liebe verloren hatte, führte seine Rache mit einem Schlag aus, wofür er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wurde. Die Woche neigt sich dem Ende zu und trotz des Regens und der unmenschlichen Bedingungen wird Ricky lebend aus der Grube gehoben. Er springt vom Löffelbagger und wird sofort von den Kapitänen angegriffen. Die Gefangenen rebellieren gegen die erneute Gesetzlosigkeit und die leeren Versprechen. Ricky ist wieder einmal wie ein wildes Tier eingesperrt. Aber auch hier erklärt der entschlossene Kämpfer, dass das Schwein und der Wolf keine Freunde sein können. Für seine Unverschämtheit bekommt der Kerl einen Schraubenschlüssel ins Gesicht. Die Kapitäne verhöhnen Ricky und wollen wissen, wo er 2 Jahre lang war. Sie stecken ihm Rasierklingen in den Mund und verprügeln ihn, wobei sie ihm tiefe Wunden zufügen. Als der Direktor näher kommt, um Antworten zu erhalten, spuckt Ricky ihm die Klingen ins Gesicht. Er antwortet, dass sein Geheimnis das letzte sein wird, was die Banditen in ihrem Leben erfahren werden. Nachts bringt einer von Rickys Freunden ihm Essen, um ihn aufzumuntern. Doch der stellvertretende Aufseher entdeckt den Eindringling und am nächsten Tag findet Cyclops ihn. Der Wärter verwundet den Mann tödlich und will dem Gefangenen das Ergebnis seines Ungehorsams zeigen, findet Ricky aber nicht in der Zelle. Der Kämpfer versteckt sich unter der Decke und lockt den Schurken ins Innere. Er tötet den Assistenten und verwundet Cyclops, der von den herannahenden Wachen gerettet wird. Sie rufen Verstärkung, während Ricky seinem Freund, der im Flur stirbt, für seine Hilfe dankt. Wütend stürzen sich die Häftlinge auf den fliehenden Cyclops und nehmen ihm den anderen Arm ab. Die Gefangenen randalieren auch gegen die Wachen, die versuchen, den Direktor zurückzuholen. Ricky schließt sich den anderen an und schlägt die Gruppe in die Flucht. Er verlangt, dass Cyclops ihn zum Direktor führt. Zu dieser Zeit probieren er und sein Sohn das Essen in der Küche und bestrafen die Köchin streng, weil sie einen schlechten Geschmack hat. Die Demütigung wird von Ricky unterbrochen, der von den Köchen umringt ist, die ihn mit dem Körper von Cyclops vor den Schüssen schützen. Der Direktor kümmert sich nicht um seinen Untergebenen und schießt ohne zu zögern auf ihn. Die Block-Captains stürzen sich in den Kampf und greifen Rickys Verbündete an. Dieser befiehlt allen, in Deckung zu gehen und nimmt es mit den beiden Meistern auf. Quang Chun greift Ricky erfolgreich an und verbrüht ihn mit kochendem Wasser. Aber sein Bein bleibt im Tank stecken. Ricky reißt dem Mann die Gliedmaßen aus und der letzte überlebende Kapitän versucht zu fliehen. Der Direktor verzeiht ihm diese Feigheit nicht und tötet ihn selbst mit einer Explosionskugel. Der Mann entpuppt sich als Meister der Kampfkunst, der sich auch in einen gigantischen, hässlichen Riesen verwandeln kann. Das Monster fordert Ricky zu einem Duell heraus und zerschlägt mit seinem Körper eine Säule. Der Mann antwortet mit einem Schlag, der den Riesen durchbohrt. Aber das hält den Direktor nicht auf. Die Essenz dieses Stils ist es, sich von der Energie des Gegners zu ernähren. Ricky bündelt seine Kraft in einer Faust und wirft den Direktor in einen riesigen Fleischwolf. Nachdem er den Feind vernichtet hat, kommt der Sieger mit dem Kopf des Mannes in den Händen wieder heraus. Er beendet den Kampf zwischen den Häftlingen und den Wärtern, zerstört die Gefängnismauer und lässt seine Verbündeten frei. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Beschreibung des Videos. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche anderen ähnlichen trashigen Filme habt ihr gesehen? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Film ein Gefällt mir zu geben, damit möglichst oft weitere tolle Geschichten erscheinen.